Euch ihr Lieben, heute will ich mal eine kleine Messer-Review machen, die ich schon länger machen wollte, bisher, weil ich dazu gekommen bin, und über ein Messer, über das es noch nicht so viele Videos gibt, beziehungsweise ich noch keine gefunden habe. Aus dem Grunde mache ich diese Review jetzt mal einmal für euch. Es geht hier um das Messer Explorer Black oder Explorer von der spanischen Messerschmiede CDC. Ein recht großes, kräftiges Outdoor-Messer, wird geliefert in einer Lederscheide, und zum Lieferumfang gehören auch ein ordentlicher Feuerstahl, recht großer Feuerstahl. Messer ist erhältlich, wie ich gesehen habe, auf Amazon, sonst wüsste ich eigentlich überhaupt nicht, wo man es kriegen könnte. Und dieses Messer bewegt sich im Preisbereich zwischen 100 und 130 Euro. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Messer mit Scheide wiegt 625 Gramm, ohne Scheide haben wir hier noch 425 Gramm. Es ist dabei ein Feuerstahl, wie ich schon erwähnt habe, auch noch zur Auslieferung Zur Auslieferung gehört eine Scheide aus Leder, auch von der Firma CDS, eine sehr robuste Lederscheide, starkes Material. Mit einem Gürtelclip zum vertikalen und zum horizontalen Tragen. Eine sehr ordentlich gefertigte Scheide. Ein kleiner Nachteil ist hier das Knopfloch hier oben. Dieser Druckknopf, der gefällt mir nicht so sehr, weil beim Ein- und Ausschieben der Scheide, des Messers in die Scheide, man immer an dem Druckknopf schneift. Ja, aber sonst eine sehr, sehr gute Scheide für dieses Messer. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 32 cm und eine Klingenlänge von 17,5 cm. Die Klingenbreite beträgt zwischen 4 und 4,5 cm und die Klingendicke ist mit 5 mm an einem halben Zentimeter auch sehr ordentlich für ein sehr robustes Outdoor-Messer. Ein schweres, kräftiges Messer, wozu denn solche Arbeiten wie Batoning natürlich leicht von der Hand gehen sollten. Das sind diese Arbeiten, wofür dieses Messer einfach gemacht ist, da kann man überhaupt nichts sagen. Ist natürlich mit diesem Messer absolutes Heimspiel. Wir haben einen konvexen Schliff, das gibt uns ganz gute Schneideigenschaften und auch bei etwas feineren Arbeiten natürlich ein großes Messer und ein grobes Messer, aber auch das sollte hiermit nicht das Problem sein, hier ein bisschen frisches Holz anzuschnitzen. Man sieht, das geht doch recht hart, das Holz. Was sagt es denn? Aber auch hier kriegen wir eine Spitze rein. Ist halt ein Outdoor-Messer, dafür ist es gemacht. Also ein schönes hartes Stück Holz ausgesucht. Was ist das? Esche. So. Auffächern der Esche ist nicht ganz so einfach. Wen wundert's? So, auch das geht. Ich nehme normalerweise ein kleineres Messer, aber ja, wenn man sich helfen muss, kann man das auch mit diesem Messer sehr gut kriegen. So, Schneidarbeiten habe ich schon gesagt. Sollten hier ein Heimspiel sein. Also auch kein Problem. So viel zu dem Messer. Ein richtig gutes Outdoor-Messer, mit dem man wirklich arbeiten kann. Für euch nochmal zum Ansehen hier im Preisbereich für zwischen 100 und 130 Euro kriegt man hier doch einiges geliefert, und in meiner Sammlung eines meiner absoluten Lieblingsmesser. Zum Stahl ist noch zu sagen, wir haben hier ein MV58 oder MOVA 58, spanischer Arbeitsstahl, rostträger Stahl, und für die Arbeiten Outdoor gut geeignet.
hält die Schnittleistung sehr lange. So, und viele haben natürlich ein bisschen Respekt vor konvexen Anschliff, weil wenn er mal einmal die Schärfe ein wenig verliert, der ist jetzt noch scharf oder auch nicht, dann ist es häufig schwierig, den wieder richtig anzuschleifen. Wenn man einen guten Grundschliff drauf hat, einfach ein wenig über einen runden Messerstahl abziehen. Und auch dieses Messer sollte gleich wieder gute Schleifeigenschaften haben, gute Schneideigenschaften haben. So, schauen wir nochmal. Wer sagt's denn? Auch so bekommt man einen komplexen Schliff schnell wieder scharf und kann auch die Vorteile eines solchen Schliffs für sich nutzen. So. Danke euch einmal fürs Zuschauen. Hier, das war halt einfach eine kleine Vorstellung dieses Aufbaumessers. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, und die CDS-Messer liefern, werden alle im MV58-Stahl geliefert, muss ich dazu sagen. Und es gibt natürlich auch viele, viele Varianten davon. Auch mit Flachschliff oder Dropbointklinge. Wer sich interessiert, soll sich einfach mal umschauen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Messer, ist ein guter Begleiter Outdoor. Und gerade wenn es um die groben Arbeiten geht, kann man hiermit wirklich richtig gut arbeiten. So, wünsche euch einen schönen Tag. Wiederschauen.